Morgen zu diesem entspannten Sonntag und herzlich willkommen zu meinem ersten Follow Me Around. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal so einen normalen Arbeitstag von mir, habe mir aber dafür einen Sonntag ausgesucht, da die meistens ruhiger sind. Wer es noch nicht weiß, ich bin Bereiterin am Jorvik-Stall und kümmere mich um die Bewegung, die Ausbildung und die Korrektur unserer Schul- und Teampferde. Und habe zusätzlich noch mein eigenes Pferd Pixel Rainbow. Aber genug gequasselt, auf geht's in den Stall. Im Stall angekommen, gucke ich erstmal auf die Stalltafel, da dort immer vermerkt ist, welche Pferde noch Bewegung brauchen und welche Bewegung und welche einfach einen freien Tag haben. Ah, heute soll Dark Madness ein bisschen in der leichten Dressur gearbeitet werden und Seabiscuit soll eine Runde ins Gelände. Gut. Dann sammeln wir erstmal Dark Madness ein und fangen mit der wirklichen Arbeit an, um uns dann später entspannt zu dem Ausritt zu begeben. Selbstverständlich stehen unsere Pferde bei diesem wunderschönen Wetter auf der Weide. Wir versuchen immer, dass sie oft rauskommen und lange rauskommen, damit sie auch selbstständig ihre Bewegung sammeln können. Dark Madness ist zum Glück ein Pferd, das auch ohne viel Rufen zu mir kommt. Das ist vor allem bei größeren Weiden sehr praktisch. Bei diesem schönen Wetter habe ich mir natürlich gedacht, dass ich Dark Madness doch am besten draußen fertig mache. Ich habe ihn gebürstet und die Hufe ausgekratzt und er ist halt ein kleiner Quatschkopf und kann nicht stillstehen. Nachdem ich ihn gesattelt habe, habe ich auch mich fertig gemacht. Natürlich durfte ein Reithelm und die Handschuhe nicht fehlen. Die Reithose hatte ich ja schon die ganze Zeit an. Und dann ging es Richtung Reitarena. Ich habe mir in der ganzen Zeit, wo ich als Bereiter arbeite, irgendwie angewöhnt, dass ich die Pferde nicht Schritt warm reite, sondern im Schritt warm führe. Einerseits, vor allem im Winter, ist man dann selber mal warm gelaufen und kann dann auch viel besser auf das Pferd später eingehen. Daher habe ich das mit Dark Madness genauso gehandhabt. Nach dem Schritt warm laufen habe ich dann mir eine Aufstiegshilfe gesucht. Die besteht meistens aus irgendwelchen Kisten oder Mauern, weil ich finde, dass es deutlich angenehmer fürs Pferd ist natürlich, wenn man nicht sein ganzes Körpergewicht in den Steigbügel stellt. Und ich finde es auch deutlich einfacher, um aufs Pferd zu kommen. Vor allem bei einem Pferd wie Dark Madness, das nicht still stehen kann aktuell. Und dann habe ich auch schon mit dem Training, dem leichten Training, begonnen. Bei Dark Madness habe ich mir herausgesucht, dass ich viel Schritt-Galopp, Galopp-Schritt-Wechsel machen werde und im Trab vor allem viele Biegungen einbaue, viele Volten reite. Und das habe ich dann auch gemacht. Und hier seht ihr ein paar Trainingsausschnitte.
Für den Cooldown gehe ich dann gerne mit den Pferden noch eine kleine Runde ins Gelände oder auch einfach nur um den Stall herum, je nachdem wie viel sie gearbeitet haben. Mit Dark Madness habe ich mich jetzt dazu entschieden, nur den längeren Weg zum Stall zu nehmen, also durch den Haupteingang vom Jorvik-Stall rein, anstatt hier den, sag ich mal, Seiteneingang zu nehmen. Das hat aber als Cooldown auch für ihn schon gereicht, weil er heute nicht so viel gearbeitet hat. Im Stall angekommen, habe ich ihn dann abgesattelt, einmal abgeduscht und dann ging es für ihn auch schon wieder zurück auf die Weide. Dann ging es weiter mit Seabiscuit. Da hatte ich das große Glück, dass eine Stallkollegin ihn mir schon fertig gemacht hatte, so dass ich ihn wirklich nur noch aus der Box einsammeln musste und direkt raus konnte. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich ein bisschen durch die Felder reite, ganz entspannt, nichts groß Dramatisches. Und daher seht ihr jetzt ein paar Ausschnitte von dem Ausritt. Pixel Rainbow ist bei mir immer das letzte Pferd des Tages. Je nachdem, wie viel Brittpferde, sag ich mal, ich hatte, kann es auch oftmals sein, dass ich keine Zeit mehr oder auch keine Energie mehr für Pixel Rainbow habe. Da er ein Freizeitpferd ist, brauche er aber nicht so intensives Training wie die Sportpferde. Und ich habe großes Glück, dass viele der Stallkollegen oder auch der Reitschüler liebend gern sich um ihn kümmern. Er ist ein super anständiges Pferd, so dass ich auch keine Sorge habe, wenn die Reitschüler ihn mal reiten oder auch einfach nur spazieren gehen mit ihm. Daher ist das alles für mich zumindest in Ordnung. Und wenn halt keiner da ist, um ihn zu bewegen, dann darf er auch gerne seinen Tag auf der Weide oder auch auf dem Paddock verbringen. Und ich glaube, es gibt Schlimmeres als Pferd. Das war also ein Arbeitstag von mir. Ja, ein sehr ruhiger, da es Sonntag ist, aber trotzdem, so könnt ihr euch auch die anderen Tage vorstellen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Follow Me Around gefallen und würde mich wie immer über ein Abo und einen Kommentar sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!